und gewinnt am Ende des Monats vielleicht ein M9 Bayonet Gamma Doppler. Ja, kann man ja mal mitnehmen. Und ich würde sagen, meine lieben Jungs und Mädels, wir verschwenden nicht viel Zeit. Wir gehen direkt auf den Server und damit herzlich willkommen in der Kniffelrunde. Und da sind wir auch wieder live da, wo die Gaudi geht. So, nochmal ein intensives Duell mit Light, der hier im HP-Nachteil ist. Und wird jetzt einfach weggefischt. Und damit kann sich das Team der Panthers sogar die Seite aussuchen. Warum nicht? Es geht los. Panthers Gaming gegen die Weißen. Erste Hälfte. Erste Runde. Pistols sind da. Skrunk schmeißt eine Flash und dann wird es schnell Richtung Drop runtergehen. Oh, das ist eine sehr kompakte Taktik. Und dann wird man wohl versuchen, auch über Window rauszukommen. Eine Smoke und Ty Kitty hat da ordentlich zu tun. Der zieht sich jetzt auch zurück an der Window. Da muss er aufpassen, dass er nicht abgecheckt wird. Vielleicht ein bisschen zu offensiv, aber der Headshot sitzt. Zweiter hinterher. Hat sich auf jeden Fall rentiert. Und sie haben noch JDC Richtung rein. Die beiden jungen Wilden müssen hier versuchen, den A-Spot zu halten, aber Light mit einem guten Backstep. Damit haben sie das Team erstmal auf dem A-Spot ausgedünnt, aber die Kavallerie kommt schon über den Connector. Problem für sie. Rauskommen wird schwierig, aber die Chance ist jetzt da. Zeitfenster gefunden. Haben Kevlar dabei und es ist nur noch Light. Und er war Richtung lang. Headshot sitzt. Mantu ist das bekannt. Jetzt, wer sitzt schneller am Colt? Und es ist Light. Es ist Light, der die Runde beendet. 1:0 für die Jungs von die Weißen. Sehr, sehr knappe Runde. Auch wenn High Kitty da noch alles versucht hat, am Anfang das so ein bisschen auszudünnen. JDC wird zu früh von dem Backstep hier die Mangel genommen. Und das kostet dann halt die Runde. Der hätte sich eigentlich noch anders positionieren können. Weil er muss immer damit rechnen, wenn die Richtung A gehen. Und schau, so ein Window rausdroppen, dass noch irgendeiner von hinten kommen muss. Das ist dann die Erfahrung, die man mitnimmt. Aber zumindest hier erstmal ohne Probleme auf B drauf gekommen. JDC zusammen mit High Kitty auf langer Distanz wird sehr, sehr schwer. Alex an der AK, jo, der passt auch auf. Und das ist halt nur Ted. Und der kann eigentlich direkt die Waffe safen gehen. Und das war's. Schnelle, kurze, schmerzlose Runde am Ende. Und für die Panthers heißt es nochmal ohne wirkliches Equipment hier in die Runde zu starten. Das heißt, Light investiert auch gar nichts. Der weiß ganz genau, mit Panthers einen feuchten Furz dabei haben. Der versucht auch die Info Richtung A zu bekommen. Und dann wird er keine Hand treffen. Und wenn er da schon so durchmarschieren kann und keine Gegenwehr bekommt, wird die Bombe auch rüberziehen. Wird jetzt seinem Mate den Support geben, um er dass er einfach Richtung Connector stehen bleibt. Und das gleiche macht auch Skrunk, der weiterhin für Ablenkung sorgt. Er schaut sogar nach hinten. Und jetzt müssen sie halt Gas geben. Bitte wird jetzt auch bekannt sein,
XM des AMP 250 macht hier nur sehr, sehr wenig Schaden. Soweit, dass Alex nur noch auf 27 HP ist, aber trotzdem zu wenig. Da hätte man mehr rausholen können. Dude, Richtung lang. Der will natürlich unbedingt die Waffe haben. Der weiß, dass Alex da low ist. Und er wird auch noch auf mehr treffen. Und zwar auf eine zweite Kabarigon. Und dann denkt er sich, oh nee, da habe ich keine Lust drauf. Lassen wir direkt. Ja. Und das war's. Die Flawless Round für die Jungs von die Weisen. Das ist 3-0. Jetzt geht's in die entscheidende Phase. Und zwar mit Waffen bei den Panthers. Und jetzt wird es natürlich interessant, wie weit wird das Standard-Setup mit High Kitty und JDC hier Richtung A bestehen bleiben. Gehen gemeinsam Richtung lang vor, die Flash sitzt nicht, JDC mit Schaden kann er machen, einen findet er. Bisschen zu viel, dass man da wollte. Ich finde das schon ein großes Risiko, die Kante da zu halten im Off-Engel. Da muss einfach dann mehr kommen in so einer Situation. Damit High Kitty alleine auf sich gestellt. Ja, trotzdem, der Ausgleich steht hier erstmal und Skrunk macht weiterhin das Ganze auf. Der für ein gutes Timing da durchzukommen, kommt an die M4, aber der Profit bleibt aus, da passt nämlich Mantu auf. So, jetzt geht's über das Holz durch, Light an der AWP, deckt seinem Mate den Rücken, die ist jetzt Richtung Spot durch, die Bombe. Dann kann Panther sogar noch den Backstepper rausnehmen. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig, weil dadurch bleiben sie weiter im Spiel und im Vorteil. Aber den schmeißt man gerade weg, indem High Kitty stirbt. Und sie versuchen nochmal über das kleine Hausmeisterhäuschen nachzuziehen. Ja, aber mit der Flash wird das nichts, weil da hat man sich gerade verraten. Da gibt gleich das Backup und Rigon muss einfach nur noch abwarten und hinterhergehen. Weil da wird er nicht mal rauskommen, Mantu. Und die Runde ist vorbei. Das ist das 0-4. Also die Weisen macht hier genauso weiter auf der T-Seite, wie sie aufgehört haben auf Cash. Und zwar dominant. Das ist halt eine riesen Aufgabe für JDC und High Kitty, gegen diesen erfahrenen Pool auch von die Weisen anzukämpfen in der Mitte und Richtung lang. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, dass man ihnen eher vielleicht einen Erfahrenen an die Hand gibt, zum Beispiel einen Ted oder einen Mantu. Oder ein Dude, statt dass sie da alleine abdecken, die beiden. Er weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung auf Cobblestone ist. Aber das werden wir erst später sehen. Das kannst du halt erst einschätzen, wenn du wirklich so 2-3 Waffenrunden hattest, wie die Spieler sich auch verhalten. Aber doch bisher sehr einzeln gewesen immer in diesen Aktionen. JDC alleine Richtung lang. High Kitty halt alleine Richtung Mitte in einem sehr defensiven Positioning. Das heißt, auch da das Spiel sehr, sehr individuell orientiert. Zu 5. Panthers mit der nächsten Runde. Doppel-AWP wieder dabei. JDC hat der Rifle.
viel Equipment. Brauche auch Richtung lang. Aber wo ist halt Kitty wieder unterwegs? Erstmal die Smoke in der Mitte. Der traut jetzt auch ein bisschen was. Oh, der nutzt die Flash oder beziehungsweise die Smoke, einfach drüber zu pieken. Aber Light findet zumindest das eine Duell gegen Mantu. Damit gewinnt man auf der einen Seite das Duell Richtung A, verliert es aber Richtung B. Und das scheint auch wichtiger gewesen zu sein. Wie schnell kommt jetzt die Rotation und was kann Dude hinter der Säule machen? Oh, die Flash kam super gut. Damit JDC erfolgreich zusammen mit Dude. Und er ist natürlich bekannt. Refrag von Skrunk. Bombe liegt auf dem Spot, muss aber noch geplantet werden. Smokes geben hier nochmal ein bisschen Luft zum Atmen für beide Seiten. Und hier geht die an der AWP. Macht er langsam auf. Achtet man. Oh, die Smoke. Die Smoke hilft sowas von Haikiddy. Haikiddy wäre, glaube ich, tot gewesen. Oh, der macht den Sprung fast. Er kommt fast alleine oben auf das, auf den Kübel drauf. Oder Squad. Muss ich was Neues überlegen. Ey, wäre die Smoke nicht gekommen von Ted. Ich glaube, dann wäre Haikiddy tot gewesen. Der Weiße ist, schießt vorbei. Light sucht immer noch. Nochmal die Fake Flash. Und Light findet den ersten. Und das war die AWP. Ted noch mit 22 AP. Und wenn er wüsste, dass er so low ist, ich glaube, er wird die Pistol in die Hand nehmen. Und das wird so schwer für ihn. Und Ted macht es am Ende. Erste Runde für die Panthers. Das 1:5 und ja, die Jungs von den Panthers schaffen es ganz, ganz knapp, ihre erste Runde aufs Konto zu buchen. Aber auch wenn sie sehr, sehr teuer war, das muss man einfach auch im Hinterkopf bewahren. Sehr straighter B-Push von die Weisen und auch ein guter Execute, eine gute Wand geschmissen. Dude wird direkt von Skrunk refragt, nachdem er da doch sehr viel Schaden angerichtet hat. Haikiddy kann dann auch Schlimmeres verhindern. Sonst wäre wahrscheinlich, wäre es um den B-Spot geschehen. Und dann nochmal eine sehr gute Aktion von Mr. Light. Um hier ein bisschen Stress zu machen. Ah, reicht nicht ganz. So, jetzt heißt es für die Weisen, was hat man vor? Man hat immer noch Alex Richtung Lang stehen, versucht mit drei Leuten erstmal den Kistengang einzunehmen. Und soll das nur der Fake sein? Ich glaube, man macht auch nur den Fake. Man hat auch jetzt erkannt bei JDC und bei Haikiddy, okay, wir spielen es lieber gemeinsam sehr, sehr kompakt aus und defensiv. Weil dieses Einzelspiel hat nicht so wirklich bisher Erfolg gebracht. Oh, der Fake scheint komplett aufzugehen. Weil Dude, der zieht komplett rüber. Jetzt bekommen sie die Info, okay, das ist nur der Fake. Und sie geht auf Contact raus und versuchen jetzt explosiv den Spot hier zu finden. So, Dude findet den ersten. Refrag kommt, Alex hält die Flanke frei. Damit muss man nur den Spieler im Chick-Room finden. Und da passt Rigon auf. Super gut abgehamt. Super geiles Backup. Und da muss Alex R. eigentlich nur noch aufpassen, dass man nicht über das Window rauskommt oder über die Tür. Und das wird nicht mehr passieren. JDC und Haikiddy werden auch direkt die Waffen safen. Im Endeffekt, der Fake war billig verkauft, hat aber seine Wirkung gehabt. Mit einer Smoke. Und das ist das. Also, das ist dann das Problem, wenn du defensiv spielst, weil da kriegst du gar keine Info. Und sowas würde ich weisen, würde ich fast sagen, ein bisschen zu leicht, diesen Fake auch zu verkaufen. So, weiter geht's mit den Panthers
ohne wirklich viel Einkauf. Ja, man hat zwar alles fast ausgegeben, aber was kommt bei rum? Ein paar Pistolen, noch bei JDC die Rifle und bei Herr Kitty die AWP. Aber es ist halt ein Force-Buy. Und ich versuche jetzt gut auszunutzen. Der Voltor fliegt gut. Und das scheint wohl hier so weit zu funktionieren, dass Dude sehr, sehr weit nach vorne vorkommt. Oh, Nate. Autsch. Das tat weh. Und damit geht der Plan nicht auf bei Panthers. Er war so ein schöner Plan. Aber im Endeffekt für die Cuts. Nicht für High Kitty. Ja, das war Fail Kitty. Also jetzt nicht auf High Kitty bezogen, ja. Also hier ist so ein Witz, den keiner versteht. Den ich selber wahrscheinlich sehr unlustig finden würde. War auf die... Dieser Push war für die Cuts bezogen. So, Drop hat man gehört. Und den Frag sollte man ohne Problem bekommen. Und Rigon hält den Rücken frei. Damit kann Skrunk sich entfalten. Wie ein Schmetterling. Jetzt muss man hier nur noch den Einzelnen Richtung Quad finden. Und der ist tot. Ja, so, hi Kitty. Und dann kann direkt wieder die AWP safen gehen. Weil ja, da wird nichts mehr kommen. Wollen die echt jagen gehen? Brauchen sie eigentlich nicht. Es versuchen schön und gut, aber so Geld rauszuschmeißen in der Situation vielleicht nicht die idealste Voraussetzung, weil du sehr, sehr schnell mal Richtung Richtung Connector verhaken kannst. Dass du hier dich irgendwie von der AWP zu lange aufhalten lässt und dann in die Luft fliegst. Dann lieber auf Nummer sicher und hier den schönen Weg Richtung T-Spawn nehmen. Und es gibt eine Pause. Und geh mal stark davon aus, dass die von den Jungs der Panthers kommt. So, ich mag deinen Humor. Das freut mich. Ich weiß, der ist manchmal sehr, sehr trocken. Der ist manchmal sehr, sehr trocken, ja. Manche Leute mögen das und finden das lustig, ja. Und manche Leute finden das halt, ja, verstehen das halt nicht, ne. Aber das ist halt manchmal so, ne. Na, guck mal, hier nochmal den Düsenjäger ausgepackt. Abfahrt, Mann. Okay, wenn euch schlecht ist, sagt Bescheid. Vielleicht gucken wir einfach mal was. Ja, das ist Beschäftigung. Das ist Teambuilding-Maßnahme. Die Windräder auspacken. Gefällt mir. Super gut. Ja, wenn man mit der taktischen Pause des Gegners nichts anfangen kann und einfach nur im Teamspeak sitzt und versucht, sich im Kreis zu drehen. Ja, super, ne? Das ist Beschäftigung. So nutze ich meine taktischen Pausen auch, die der Gegner ihnen gibt. Stark. Nein, sie brauchen ja gerade keine taktische Pause. Sie führen 1-7. Die Weisen kontrolliert hier das Spiel vollständig gerade. Und es geht in die nächste Runde. 1-7. Die Weisen mit dem Waffenvorteil. Und wir haben bei High Kitty die AWP und der Rest hat Norder. So, das heißt, High Kitty ist eigentlich der Taktgeber. Und es geht über lang. Das ist ein einfacher Verkehrsfall. Aber der Reflex, gut gemacht von JDC. Zumindest eine Waffe bekommen. Und erhöhte Alarmbereitschaft bei Devisen. Weil die müssen aufpassen. Oh, gutes Timing. Nur der Headshot sitzen und er sitzt. Zumindest im Nachgang. Einmal ins Gesicht und einmal auf den Hals. Reicht, um den Gegner platt zu machen. So, die beiden sind gleichzeitig komplett rübergezogen. Gott sei Dank haben sie dann nur eine Waffe verloren. Beziehungsweise eigentlich die zweite bei Skrunk. Nur die konnte man nicht aufheben. So, jetzt muss man mit einer Doppel-AWP in Retake spielen. Da wünsche ich allen Spielern viel, viel Spaß, da durchzukommen. Aber du kommst an die AK dran.
Oh, Alex sitzt noch hinterm Stein. Gutes Backup von Patrick. Und dann ist es Patrick und Alex, die das perfekt ausspielen. Und zwar mit einem perfekten Sidestep in den Flank, um Alex hier abzusafen. Also der hat ja eigentlich lang abgedeckt und kommt hier perfekt rum. Also von hier perfekt rum, um Alex den Rücken frei zu halten. Perfekt gemacht von die Weisen, auch wenn es eine knappe Runde war. Und das 1:8. Also, die Panther ist wieder mit Geld, eine AWP dabei. Und es ist halt schon sehr schwer. Sie musste halt mit Doppel-AWP retaken. Sehr undankbar. Aber na, wenn man nichts anderes bekommt an Waffen, muss man halt damit leben. Und das ist perfektes Backup. Das JD sieht gar nicht gut aus. Das gleiche gilt auch für High Kitty. Ey, die können halt machen bei die Weisen, zumindest meiner Meinung nach Richtung A, was sie wollen. Die können ihr komplettes Spiel Richtung A aufbauen, wie sie Bock haben. Und da muss Panther sich irgendwas überlegen. Und ich hatte es am Anfang ja, gesagt, du stellst zwei neue auf den A-Spot und musst denen die Verantwortung geben, den kompletten Spot zu halten. Und meiner Meinung nach ist es eher für mich persönlich der logische Schritt, vielleicht einem JDC einen erfahrenen Spieler an die Hand zu geben. Ja. Zum Beispiel den Ted, einen Dude, einen Mantu. Also die, die eigentlich AB halten, ja. Weil das Problem gerade bei den Panthers ist, sie haben so viele Runden abgegeben, weil entweder nicht ordentlich A gehalten wurde oder weil das Infoplay auf A miserabel war in der Situation. Und so gibst du halt Runden ab. Allein die eine Runde, wo der Fake halt durchgegangen ist und billig verkauft wurde, reicht, um die Panthers komplett in die Rotation zu bringen. Also da muss man sich irgendwas überlegen. Vielleicht eine kleine Umstellung. Also es ist jetzt meine Einschätzung dazu. Ich weiß nicht, was ihr sagt. Aber das ist auch meiner Meinung nach auch wieder zu weit auseinander. JDC steht hier offensiv. High Kitty ist halt zur Rotation bereit und JDC halt Frischfleisch, wenn er hier gegen drei Leute läuft. Und sie spielen es echt gut bei die Weisen auf der T-Seite, das muss man ehrlich sagen. Das sieht echt nicht schlecht aus. Panthers muss gucken, wie sie in die Partie zurückkommen. Und 9 Runden bei die Weisen ist halt echt schon eine Hausnummer. So, schön gemacht von Skrunk mit seinen 18 AP. Oh, da brennt nicht mehr viel an. So, und damit kannst du die Weisen wieder entfalten, Picknicker am Sonntag auch im Park, ne? Und einfach den Spot einnehmen und ihr eigenes Picknick unterbreiten. 1:10. Ey, ist eine sehr einseitige Partie. Wie gesagt, Panthers wirken gerade sehr, sehr unsicher. Weiß nicht, klappt nicht. Dann auch kein Geld. Und es geht diesmal gemeinsam vorwärts. Diesmal hat man wieder High Kitty dabei. Dude gibt es Backup. Man entscheidet sich jetzt echt, eine Dreifachdeckung zu machen. JDC sitzt alleine. Also er braucht irgendeinen, der ihm das Backup gibt, dass JDC sich ja auch hier so ein bisschen entfalten kann mit der Diegel. Er macht einen zweiten, noch einen dritten, der reicht nicht. Damit haben sie aber immer noch den Joker Dude. Und sie können sogar den Spieler, der den Connector runterfahren wollte, abhalten. Zwei gegen zwei Situation. Deswegen zeige ich aber Alex auf B durch. Das ist das Loch, was man gefunden hat und nicht mehr stopfen konnte bei den Panthers. Eine AK und die ist beim Mantu. Da muss man natürlich aufpassen, man weiß, dass gegebenenfalls noch einer Richtung lang ist oder einer Richtung Mitte. Oh, Überraschung. Boah, ganz knappe Geschichte. Knappes Ding.
Panda ist wieder mit Geld. Zumindest konnte man durch die Runde ein bisschen Schaden anrichten, was die Weisen jetzt so in der Situation nicht wirklich viel Schaden anrichtet, weil sie super viel Geld haben. Die Panthers können wieder auf die Doppel-AWP gehen. So, und es soll wieder wohl der B-Spot sein, mit ein bisschen Stress Richtung Lang. So, da muss man wieder gegen Alex kämpfen, die Flash kommt gut reingeflogen, JDC dadurch bekannt. Und was hat Alex vor? Will er das Duell suchen? Nee, er macht das schlau. Er zieht sich zurück. Haikitty wird abgelenkt. Damit haben sie jetzt eine Überzeitsituation auf dem B-Spot. Nämlich die 3 gegen 4 Situation eigentlich. Aber die scheint diesmal nicht aufzugehen. Also die Jungs bekommen das hier unter Kontrolle. Und es ist nur noch Alex mit 2 HP. Eigentlich eine perfekte Ablenkung. Und das ist halt das Spiel, was ich gemeint habe. Können eigentlich machen auf dem A-Spot, was sie wollen. Oder Richtung A. Ein Spieler hält 2 Spieler vollständig Richtung Side fest. Mit einer Flashbang. Und dann hast du halt eine Überzahlsituation bei Devisen Richtung B. Was diesmal nicht geklappt hat, dank Dude, Ted und Mantu. Besonders dank Mantu mit seinen 2 Frags. Dann kann Zeike die beenden. Und Alex kommt dann nicht mehr durch. 2 zu 11, 14. Runde. Und die weisen noch mehr als genug Geld. Also die werden keine Probleme mehr haben mit dem Kaufen. Die können auch in der letzten Runde voll in Fullbuy machen. Aber ich will ja sagen, da hat Panthers ein Problem. So, und es geht los mit der 14. Runde. So, da dürfen wir mal gespannt sein. Diesmal geht es Richtung Mitte und JDC an der AWP. Man hat sogar eine Triple-AWP, mit der man jetzt hier komplett eskalieren möchte. Kann man sogar den First Pick setzen. Das war das erste Mal, wo Panthers wirklich Raum nach A einnehmen konnte. Das erste Mal gezeigt Richtung Mitte. Ja. Okay, außer den einen Peak von Haikitty. Aber den jetzt mal vorne weg, der sehr verzögert kam. Das war wirklich mal gesagt, okay, wir holen Info. Der Anschuss tat weh. Leiter mit dem Fixpunkt. Der tat echt weh. Haikitty dann nur mit 33 HP. So, Smoke kommt drüber geflogen. Damit die Situation sogar, dass man die Mitte hier verliert. So, was hat Haikitty jetzt vor? Bombe geht langsam rüber. Man ist sehr, sehr weit auseinandergefächert. Rigon versucht jetzt Stress auf A zu machen. Oh, der Molotow liegt gut. Der Molotow liegt so gut. Das kostet ihn so viel Raum. Und da kommt Rigon sogar an die kleine Rampe runter. An die Rampe runter. Und wenn er Glück hat, sogar Richtung Connector durch. Wenn Ted nicht aufpasst. Oh, das hat er gehört. Rigon zieht rum, macht den Headshot. Jetzt ist die Verwirrung und das Chaos gestiftet. Rigon mit dem nächsten und er muss nur JDC finden. Und das ganze Kartenhaus auf A bricht zusammen. Und er macht es. Und sie müssen nicht mal mehr die Bombe legen. Weil da sind sie drauf auf A und B durchgekommen. Und durch die starke Aktion von Rigon in dem Bereich konnte man hier easy peasy Richtung B durchlaufen und das Chaos war perfekt für die beiden B-Spieler. Die Panthers lassen sich hier wieder vernaschen. Und diesmal von Rigon, der über Lang durchkam. So, Light übernimmt diesmal die Position, dass sein Mate einen Tick mehr einnehmen kann. Molotow kommt reingeflogen. JDC mit der CZ alleine Richtung Lang und fällt. Haikitty somit wieder alleine auf sich gestellt Richtung A-Spot. Oh, schöne Schelle von Ted. Also, kennen Sie Ted? Hier haben Sie ihn kennengelernt mit der Deagle in der Hand. So, wird natürlich nicht leicht für Panthers. Zumindest Mantu hier nochmal erfolgreich. Es geht aber wieder Richtung A. Und da muss man gegen Ted Deagle ankämpfen und gegen Haikitty an der anderen Deagle. Und der Schaden sitzt. Da macht er sogar einen Double Frag.
Und der Spieler ist bekannt, der muss nur noch an der Bombe bleiben. 3:12, das ist nochmal eine Runde für die Panthers. Ja, aber reicht das am Ende? Drei Runden. Drei mickrige Runden. Und der Hauptbereich, meiner Meinung nach, worüber die Panthers so viel Raum verloren haben, das war das hier. Rechnen wir das nochmal drauf, weil sie darüber keine Informationen hatten. Aber das war meiner Meinung nach der Hauptbereich, warum die Panthers so viele Runden abgegeben haben. Ja, so sieht das aus. Genau das ist meine Emotion dazu. Und wir warten drauf, dass es weitergeht. Ja, sollte nicht lang dauern. Die Panthers werden wahrscheinlich die Pause nochmal nehmen, um nochmal drüber nachzudenken, was man hier vielleicht ändern kann. Ja. Die T-Seite und die CT-Seite müssen sie jetzt einfach abschreiben. Die war es heute nicht. Die war es heute nicht. Und da muss man damit leben. Und die Weisen tritt wieder als ein sehr starkes T-Team auf. Auch individuell unglaublich stark, muss man halt auch erwähnen. Ja, aber hauptsächlich konnten sie halt super viel Richtung A machen. Und das macht es natürlich um einiges leichter, wenn du auf Cobblestone Runden haben willst. So, 12:3. Ja, gute Frage. Was haben die Panther noch in der Rückhand? Irgendein Ass, was sie aus dem Ärmel ziehen können? Oder einen Geheimtrick? Vielleicht hier mit zwei Smokes, einem Molotow und einer Flashbang. Zwei Flashbangs bei Skrunk dabei. Der steht bereit, um Richtung A oder B zu flashen. Bisschen mehr Execute Equipment bei den Panthers. Und die warten ab. Dolight versucht da ein bisschen was rauszubaiten. Smoke, das ist nur der Fake. Die stehen halt mit drei Leuten Richtung A. Light und Alex holen die ersten beiden. Und jetzt muss sich Alex nur zurückziehen. Der steht jetzt einfach in der Ecke. Die können Kreuzfeuer aufbauen. Alex nochmal erfolgreich. Das sollte am Ende reichen, um die Runde hier platt zu machen. Und das reicht auch. 13:3. Die Weisen holt sich hier die Pistol und der Fake geht nicht auf. Deckt halt mit drei Leuten Richtung B. Sobald sie hier halt ganz genau wissen, okay, da kommt irgendwas angerannt, ist das für Alex safe in der Situation. Der muss sich nur noch hier zurückziehen. In die Ecke. Und sein Mate kommt hier zum Backup. Und die Runde ist dicht. Kein Durchkommen für die Panthers. So, die Weisen natürlich jetzt im Waffenvorteil. Ja, das könnte eine sehr schnelle Partie werden. Richtung Mitte, Backup von Alex Richtung Lang. Also dann nur die kleinen Shoulder Peaks. Rigon steht auf Anti-Flash. Auch alleine. Das heißt, Alex muss sein eigenes Bier brauen da Richtung Lang. Keine Information bisher. Patrick wird das auch zu langsam zu ungeheuer. Der zieht nämlich jetzt rüber und die Information haben sie jetzt. So, was kann Alex Richtung Lang machen? Rigon hat die Rampe freigeschaufelt. So, Alex macht es sehr gut. Rigon kommt zum Backup und die Support-Flash ist mal wieder super. Das haben sie auch schon auf Cash gezeigt.
dass so Support-Flashbangs hier nicht zu spaßen ist bei die Weisen. Und die Panthers da kein einfaches Los gezogen haben. So, 14 zu 3. Das wird auf jeden Fall noch ein hartes Stück Eisen für die Panthers. Weil die müssen jetzt auf die Overtime spielen. Die haben letzte Runde schon reingekauft. Ja, und wenn die noch irgendwas machen wollen, die müssen in die Overtime kommen. Die Runde wird sehr, sehr schwer. Das heißt, es ist eigentlich die Safe Overtime für die Weisen. Das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Das ging flott und das ging sehr kurz und schmerzlos Richtung lang raus. Und das Full House ist damit auch perfekt. Ja, die Weißen 15. Runde und die Panthers bleiben weiter bei 3. Es soll heute nicht sein. Also die Weißen tritt hier echt gut auf, muss man einfach sagen. T-Seite schon auf Cash gut gefallen. Jetzt muss man es halt nur noch auf CT-Seite dicht machen. Und da konnte man jetzt auch schon direkt am Anfang das Potenzial zeigen, gut mit Equipment arbeiten zu können. So, jetzt muss es mit den AKs sitzen, beziehungsweise mit der einen Galil und den paar Granaten, die man dabei hat. Auch wieder sehr kompakt unterwegs, wie wir es auch schon auf Cash gesehen haben. Das ist natürlich den schlechtesten Start, den du dir wünschst. JDC kriegt auch gerade irgendwie nur ins Gesicht. Egal auf lang, egal vor B. Es ist alles Wumpe. Das ist nicht seine Map. Und so, jetzt heißt es hier, letzte Chance für die Panthers, vielleicht nochmal das Game zurückzukommen. Oder muss man es hier geschlagen geben? Der Molotow auf jeden Fall nochmal gut. Und der Molotow brennt auch gut. Boah, der hat sich gut ausgebreitet. Und das kostet Zeit. 53 Sekunden. Und sogar nochmal hochboosten gegebenenfalls. Viel Schaden da die Panthers schon gefressen haben. Noch eine Nate hinterher. Harter Tobak da für die Jungs. Patrick muss jetzt noch die Flanke aufpassen, übernimmt aber Rigon und damit kann sich Patrick sich um langsam kümmern und das sollte passen. GG, well played. Die Weisen gewinnt hier das Duell und das auch sehr, sehr eindeutig. Muss man einfach sagen, sehr, sehr eindeutig. Ich will jetzt nicht so viel rein.